Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Liebe Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse, guten Tag und willkommen noch einmal zu dieser Lektion. Frau Jika Mariama ist mein Name, Ihre Tutorin. Dieser Unterricht, wie ich schon gesagt habe, betrifft auch sehr viele Schüler der Abschlussklasse. Bevor wir mit dieser Lektion anfangen, möchte ich mit Ihnen die letzte Sitzung wiederholen. Was haben wir letztes Mal gemacht, liebe Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse? Letztes Mal haben wir eine grammatische Struktur hier gesehen. Das war die zweiteiligen Konjunktionen. Welche sind also die zweiteiligen Konjunktionen, die Sie kennen? Wir haben beispielsweise eine sei, andere sei, sowohl als auch, zwar aber, entweder oder, weder noch. Nachdem wir die zweiteiligen Konjunktionen gesehen haben, haben wir die Hausaufgabe gegeben. Jetzt die Besprechung der Hausaufgabe. Die Hausaufgabe Nummer 1, das betrifft die Mediation. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Französische. Satz Nummer 1. Er möchte nach dem Studium entweder ein Praktikum machen oder noch ein Jahr im Ausland gehen. Satz Nummer 2. Je länger Sie an dem Projekt arbeiten, desto spannender finden Sie es. Satz Nummer 3. Seine Arbeit hat ihm weder Spaß gemacht, noch hat er genug Geld verdient. So hat er sich eine neue Stelle gesucht. Satz Nummer 4. Sowohl ihre Eltern als auch ihre Freunde haben ihr geraten, Medizin zu studieren. Das war die Hausaufgabe. Jetzt die Lösung. Satz Nummer 1, das ist die Übersetzung. Und ich habe immer gesagt, was uns hier interessiert, ist nicht nur die ganze Übersetzung, sondern die Übersetzung der zweiteiligen Konjunktionen. Satz Nummer 1 auf Französisch. Après ses études, il aimerait soit faire un stage parti, soit parti à l'étranger pour une autre année. Satz Nummer 2. Plus il travaille longtemps sur le projet, plus il le trouve intéressant. Das ist die Lösung Nummer 2. Lösung Nummer 3. Il n'aimait pas son travail et ne gagnait pas assez d'argent, alors il a cherché un nouvel emploi. Und Satz Nummer 4. Aussi bien ses parents que ses amis lui ont conseillé d'étudier la médecine. Das war die Hausaufgabe. Ich glaube, liebe Schüler, Sie haben die Hausaufgabe richtig zu Hause gemacht. Jetzt fangen wir direkt mit der Lektion 9. Lektion 9, das ist
die Integrationsaufgaben. Worin besteht die Integrationsaufgabe? Wir haben im Rahmen des Modul 1 und 2, das heißt, Modul 1 ist Familienleben, Modul 2 Sozialleben, wir haben einige Themen hier behandelt und auch einige grammatische Strukturen hier behandelt. Heute werden wir mit einigen Integrationsaufgaben genauer nachprüfen, ob sie etwas im Kopf behalten haben. Hier ist der Unterrichtsverlauf. Erstens werden wir die Lernziele kommunizieren. Zweitens werden wir einen Blick über die Vorkenntnisse werfen. Und was die Vorkenntnisse angeht, haben wir erstens die Übersetzungsmethode oder die Übersetzungstechnik. Zweitens die Typologie. Und drittens werden wir einige Orientierungen zur Behandlung eines Themas geben. Viertens, das ist die Praxis. Und die Praxis hier besteht hauptsächlich auch aus der Mediation und der schriftlichen Produktion. Was die Mediation angeht, haben wir folgende Punkte: die Hinübersetzung und die Herübersetzung. Die Hinübersetzung und die Herübersetzung. Dabei werden wir auch die mündliche Produktion hier prüfen. Und auch die schriftliche Produktion. Am Ende werden wir das Gelernte zusammenfassen und die Hausaufgaben geben, wie immer. Jetzt zum Lernziel. Was ist das Lernziel oder die Lernziele der heutigen Lektion, liebe Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse? Am Ende dieser Lektion können die Kursteilnehmerinnen sich mündlich und schriftlich über die Themen der Module Familienleben und Sozialleben äußern. Das ist also die Lernziele der heutigen Lektion. Vorkenntnisse. Yes? Die Übersetzungsmethode bzw. die Übersetzungstechnik. Was versteht man unter einer Übersetzungsmethode? Eine Übersetzungsmethode wird auf den gesamten zu übersetzenden Text angewendet. Während einer Übersetzungstechnik je nach Fall und je nach dem zu übersetzenden verbalen Elemente innerhalb desselben Texte variieren kann. Und dabei hat J.P. Vianney und Dabernet und 7 und Übersetzungsverfahren unterschieden. Die Übersetzungsmethode. Die erste Übersetzungsmethode hier ist die Aufnahme. Bei der Aufnahme wird dasselbe Wort oder derselbe Ausdruck wie im Originaltest oder im Simtest verwendet. Das ist die Aufnahme. Und das aufgenommene Wort oder der ausgenommene Ausdruck wird kursiv geschrieben. Die zweite Übersetzungsmethode ist der Aufkleber. Bei dem Aufkleber verwendet der Übersetzer einen Neologismus in der Zielsprache. Er nimmt die Struktur der Ausgangssprache an. Jetzt, dritte Übersetzungsmethode, wörtliche Übersetzung oder Metaphrase. Das ist eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Und das ist nur mit kulturell nahen Sprachen angewendet. Der übersetzte Text hat die gleiche Syntax, das hat die gleiche Bedeutung und den gleichen Stil wie der Originaltest. Beispielsweise haben wir Kellerin Übersetzung, wie spät ist es?
Vierte Übersetzungsmethode, das ist die Umsetzung. Was ist die Umsetzung? Das ist die Änderung der grammatikalischen Struktur ohne Veränderung der Bedeutung des Textes. Beispielsweise haben wir, der Präsident ist der Ansicht, dass, und auf Französisch sagt man, selon le Président. Hier haben wir eine Änderung der grammatikalischen Struktur und die Bedeutung des Textes bleibt also dieselbe. Fünfte Übersetzungsmethode, das ist die Modulation. Die Modulation ist die Veränderung der Form des Textes durch die Einführung einer semantischen Änderung. Zum Beispiel, vielleicht haben Sie recht, auf Französisch, tu n'as peut-être pas tort. Die sechste Übersetzungsmethode, das ist die Äquivalenz oder die Neuformulierung. Hier verwendet man einen völlig anderen Ausdruck, um die gleiche Realität zu übertragen. Dadurch können Sie Namen, Interjektionen und Sprichwörter übersetzen. Die allerletzte Übersetzungsmethode ist hier die Anpassung. Die Anpassung, das ist die kulturelle Substitution oder kulturelles Äquivalent. Oder? Das ist auch ein kulturelles Element, das den ursprünglichen Text durch einen Test ersetzt, der besser zur Kultur der Seelsprache passt. Zum Beispiel Baseball, Fußball. Sie können zum Beispiel in einem Test Baseball durch das Wort Fußball ersetzen. Das hängt von dem Milieu ab. Jetzt die Typologie des schriftlichen Ausdrucks. Welche Testtypen können Sie über Schüler und Schülerinnen bei der schriftlichen Produktion produzieren? Sie haben beispielsweise freie Produktion. Sie haben eine Begründung, eine Beschreibung, eine Erzählung oder Briefe oder Mails. Das sind die verschiedenen Testtypen, die Sie im Rahmen der schriftlichen Produktion produzieren können. Orientierungen zur Behandlung eines Themas. Um ein Thema zu behandeln, brauchen Sie einige Orientierungshilfen. Hier, erster Punkt haben Sie die Identifizierung des Testtyps nach dem Lesen. Zweiter Punkt, das Thema verstehen. Dritter Punkt, die Behaltung der Anweisung. Vierter Punkt, sollen Sie die Ideen sammeln und am Ende den Plan auf. Stimmen. Das ist also eine Orientierung zur Behandlung eines Themas. Jetzt zur Praxis. Wir werden hier das Gelernte in die Praxis setzen. Erstens die Mediation. Die Hilfübersetzung. Wie wir schon gesagt haben, haben wir bei der Mediation zwei Übungstypen, das heißt die Hin- und Herübersetzung. Bei der In-Übersetzung ist die Ausgangssprache Deutsch und die Zielsprache ist Französisch. Und bei der R-Übersetzung ist die Ausgangssprache Französisch und die Zielsprache Deutsch. Übung Nummer 1. Übersetzen Sie folgende Testteile ins Französische. Das ist die In Übersetzung. Ich lese den Testteil. Im Februar 2016 verlieh die junge Frau Buddha bei einem tödlichen Busunfall ihren Ehemann und wird damit im Alter von 20 Jahren zur Witwe. Für sie und ihre beiden Kinder voll eine sehr schwere Zeit, in der sie mit den in Burkina Faso traditionellen und frauenfeindlichen
Witwenritualen konfrontiert wird. Das ist der Test, liebe Schüler und Schülerinnen. Sie haben 2 Minuten Zeit. Sie versuchen zu Hause auch den Test zu übersetzen. Okay. Jetzt machen wir weiter. Hier ist die Lösung. En février 2016, la jeune femme Bouddha a perdu son mari dans un accident mortel et est devenue veuve à l'âge de 20 ans. Elle et ses 2 enfants ont vécu une période très difficile au cours de laquelle elle a été confrontée au rite de veuvage traditionnel et misogyne au Burkina Faso. Liebe Schüler und Schülerinnen, ich glaube, Sie haben die Aufgabe richtig zu Hause gemacht. Dann machen wir weiter. Image in Übersetzung. Übersetzen Sie ins Französisch. Minderheitenschutz ist ein Begriff aus Verfassung und Völkerrecht, der sich auf Freiheit und Gleichheit von Minderheiten und ihren Schutz vor Diskriminierung bezieht. Die spezifischen Interessen von ethnischen Minderheiten, Behinderten und soziokulturellen Vernachlässigten werden international durch die Menschenrechte geschützt. Sie haben noch 2 Minuten Zeit, um die Aufgabe zu Hause zu machen. Okay? Jetzt die Lösung. La protection des minorités est un terme du droit constitutionnel et international qui fait référence à la liberté et à l'égalité des minorités et à leur protection contre la discrimination. Les intérêts spécifiques des minorités ethniques, des handicapés ou des délaissés socioculturels sont protégés à l'international par les droits de l'homme. Das ist die Übersetzung. Jetzt zur Herübersetzung. Wie ich schon erklärt habe, die Herübersetzung hier, bei der Herübersetzung ist die Ausgangssprache Französisch und die Zielsprache Deutsch. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Deutsche. Satz Nummer 1. La femme joue un rôle très important dans la société. Satz Nummer 2. Elle est en même temps mère, épouse et contribue au développement économique d'un pays. Satz Nummer 3. De nos jours, les femmes s'intéressent de plus en plus aux métiers typiquement masculins. Dilution. Satz Nummer 1. Die Frau spielt eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft. Satz Nummer 2. Sie ist gleichzeitig Mutter, Ehefrau und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes bei. Satz Nummer 3. Heutzutage interessieren sich die Frauen mehr, immer mehr oder mehr und mehr für typisch männliche Berufe. Das ist die Übersetzung. Eine weitere Aufgabe, immer so Mediation. Übersetzen Sie ins Deutsche. Les populations ou personnes naturellement défavorisées ont le plus besoin de notre attention. Très souvent, d'autres peuples sont à l'origine de leur situation. Überlegen Sie, noch einmal zu Hause. Sie haben schon am Anfang einige Übersetzungsmethoden oder Techniken hier gelernt. Sie sollen diese Methoden benutzen, um die Sätze richtig zu übersetzen.
die Blöße. Benachteiligte Bevölkerungsgruppe oder Menschen brauchen unsere Aufmerksamkeit am meisten. Sehr oft sind andere Völker am Ursprung ihrer Situation. Es ist die Lösung oder der Lösungsvorschlag. Sie können zu Hause andere Lösungsvorschläge machen. Zur möglichen Produktion. Wie Sie schon wissen, ist eine Sprache zuerst gesprochen. Hier haben Sie also die Gelegenheit, etwas mündlich zu produzieren. Arbeitsauftrag: Nennen Sie 5 Güter, die erhebt werden können. Die Antwort: Das Grundstück zum Beispiel kann man erheben, das Vermögen kann man erheben, das Geld kann man erheben, das von aus und die Krone kann man auch erheben. In einer Aufgabe, eine andere Aufgabe zur möglichen Produktion. In 4 Gruppen besprechen Sie die folgenden Fragen. Das ist eine Gruppenarbeit. Wer darf in einer afrikanischen Familie helfen? Welche Probleme gibt es, wenn die Erbschaft nicht gut funktioniert? Nennen Sie 5 Probleme. Frage Nummer 3. Wie könnte man diese Probleme vermeiden? Nennen Sie 5 Ratschläge, präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Plenum. Die Lösung oder der Lösungsvorschlag. Jedes Familienmitglied darf in einer Familie helfen. In afrikanischen Familien hängt es von der Entscheidung des Vaters oder der Mutter ab. 5 Probleme, die erscheinen können, wenn die Erbschaft nicht gut funktioniert. Die Probleme sind Schlagereien und Streitigkeiten, Beschimpfungen und keinen Respekt in der Familie, Vernachlässigung der Kinder und der Witwe, Gerichtsprozesse, Familienunruhe und Ermordungen. Das sind also die Probleme, die erscheinen können, wenn die Erbschaft nicht gut funktioniert. Und jetzt die Ratschläge. 5 Ratschläge, um diese Probleme zu vermeiden. Zuerst ein Testament schreiben, um den Willen schriftlich bekannt zu machen. Zweitens, den Respekt vor Älteren haben. Drittens, alle Familienmitglieder gleichberechtigt behandeln. Viertens, herrlich und gehorsam sein und am Ende seine Güter vor seinen Müttern bekannt machen. Jetzt zur schriftlichen Produktion. Hier sollen Sie einen Test produzieren. Und dabei haben wir die Testtypologie gesehen. Wir haben beispielsweise die freie Produktion, die Beschreibung, eine Begründung und so weiter. Thema Nummer 1. Schreiben Sie in einem kohärenten Test von mindestens 150 Wörter zu folgenden Themen. Thema Nummer 1. Ihr oder Ihre deutsche Freundin möchte wissen, ob es Minderheiten in Ihrem Land gibt und wie Sie mit ihnen umgehen. Schreiben Sie ihm einen Brief und nennen Sie 2 Minderheitengruppen aus Ihrem Land und 2 Probleme, die diese Gruppen haben. Sie heißen Astadien und sie wohnen in Santa. Die Lösung.
Wir haben schon einige Orientierungen zur Behandlung eines Themas hier gesehen. Daraus abgehen werden wir also das Thema gut verstehen. Jetzt, erster Punkt, Identifizierung des Testtyps nach dem Lesen. Was für ein Testtyp? Das ist ein informativer Test, ein privater Brief. Das Thema verstehen. So, es geht hier um zwei Minderheitengruppen und deren Probleme. Drittens, die Beachtung der Anweisung, das heißt Arbeitsanweisung, einen Test von mindestens 150 Wörter schreiben. Ideen sammeln. Wir werden hier die Ideen sammeln. Zwei Minderheitengruppen, wir haben beispielsweise die Pygmäen und die Deportierten. Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, Zerstörung des Lebensordnungs der traditionellen kulturellen Welt. Und dann sollen wir den Plan aufstellen. Thema Nummer 2. Ihre Tante hat ihren Ehemann plötzlich in einem Busunfall verloren und wird während der Trauerzeit eine Reihe von Praktiken unterzogen. Beschreiben Sie die Lieferanten in Ihrer Region. Immer die Orientierungen zur Behandlung eines Themas. Erstens die Identifizierung des Testtyps nach dem Lesen. Es geht hier um eine Beschreibung. Zweitens das Thema verstehen. Es geht hier um Witwe, die Beschreibung der Witwenritter. Und die Beachtung der Arbeitsanweisung, einen Test von mindestens 150 Wörter. Und Sie können auch Ideen sammeln, zum Beispiel weiße Kleidung tragen, auf einer Matte sitzen und so weiter. Und den Plan aufstellen, was den Plan angeht, haben wir die Einleitung, der Aufteil und dann den Schluss. Jetzt, letztes, hier haben wir versucht, einen Test zu schreiben. Wir werden den Test zusammen entdecken. Der Witwenschaftsritus ist eine Reihe von Praktiken, die dem Überlebenden eines Paares zugeführt werden, wenn einer der Ehegatten stirbt. In meinem Wohnort werden diese Riten des Witwenstandes während der Trauerzeit angeführt. Diese Riten werden sowohl von Männern als auch von Frauen praktiziert. Dies bereitet den Witwer auf ein neues Leben ohne seinen vermissten Gewerten vor. Für Frauen ist es eine Kombination aus physischer und psychischer und wirtschaftlicher Gewalt, die während der Beerdigung und lange danach erlitten wird. Als wolle man sie für den Tod ihres Mannes bestrafen. Dies erklärt sich durch Praktiken wie das Levirat, bei dem einer der Brüder des Verstorbenen die Witwe heiraten wird, um sie in der Familie zu halten und sich um die Waisen zu kümmern. Die Ehefrau galt als Teil des vom Ehemann hinterlassenen Erbes. Sie können den Test weiter zu Hause lesen. Das ist ein bisschen lang. Yes, die Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Heute haben wir nur einige Integrationsaufgaben hier gemacht. Und wie Sie schon kennen, besteht
die Integrationsaufgaben auch aus der Mediation und der chemischen Produktion. Wir haben also die Themen des Modul 1 und des Modul 1 Familienleben und des Modul 2 Sozialleben hier integriert. Wir haben auch einige Ratschläge hier gegeben, um einen Test oder Sätze gut zu übersetzen. Dabei haben wir einen Test hier oder eine schriftliche Produktion hier gemacht. Liebe Schüler, ich glaube, Sie haben unsere heutige Lektion gut verstanden. Hier sind also die Bücher, die wir bei der Vorbereitung unserer heutigen Lektion benutzt haben. Für weitere Informationen können Sie in diesen Büchern nachschlagen. Die Hausaufgabe für die nächste Lektion, das ist: Nennen Sie 10 Wörter, die zur Wortfamilienwirtschaft gehören. Zweitens: 10 Wörter, die zum Wortfeldwirtschaft gehören. Das ist die Hausaufgabe für die nächste Lektion. Und die nächste Lektion ist eine Testarbeit. Das betrifft also die Haushaltführung. Das ist ein Thema des Moduls 3 Wirtschaftslehre. Liebe Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sagen wir nur bis bald. Unatege si matege yob, unatege minga matege nyom, unatege majang matege ndom, manetambia ninyane njubyayen, ngani bana matege mot, ngani lakiri watege ndong, esetina bia dinkido, manetambia ninyane njubyayen, tamtama mote tamzabike, Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia ninyane njubyayen.